Die rund 450 Gäste im Restaurant Kaufleuten sind mit Sicherheit kulinarisch nicht so verwöhnt worden wie wir hier. Best of Bewegt ist an der Veranstaltung Zukunftsträger 2015 Lehrmeister des Jahres ganz vorne mit dabei gewesen. Wer kommt bei den Auszubildenden am besten an? Diese Frage wurde anlässlich der Preisverleihung Zukunftsträger 2015 Lehrmeister des Jahres beantwortet. Lehrmeister in 4 Kategorien wurden ausgezeichnet und nominiert. Lehrmeister vom Jahr 2015. Herzlichen Dank. In der prestigeträchtigen Kategorie Koch holt sich Adrian Furrer den begehrten Titel. Also, dass es mal wirklich jetzt Lehrmeister des Jahres ist, ist wow. Schon zweimal bin ich angemeldet worden, nicht in die Nominationen gekommen. Die Anmeldung selber hat mir eigentlich schon sehr, sehr eine grosse Wertschätzung entgegengebracht, die mir eigentlich genug gegeben hat. Und jetzt hat es mal noch für weiter aufgelenkt. Adrian Furrer ist verantwortlich für 17 Lehrlinge, die für die Inselgastronomie im Universitätsspital in Bern in 7 Restaurants arbeiten. Er ist Lehrmeister und Vertrauensperson in einem. Ein Lehrmeister, der seine Jungbrigade fördert. Also ich mag mich noch erinnern, meine Eltern haben gesagt, gell, und Tätowierungen machst du ja nie, du findest nie eine Lehrstelle. Es gibt auch biestige Lehrmeister. Jeder ist etwas anders. Sie probieren die Stärken beizubehalten, die Schwächen zu fördern. Und halt auf der menschlichen Basis setzen wir auf die gleiche Augenhöhe mit und probieren eigentlich in dem Sinn, die gleiche Sprache noch mit ihnen zu reden. Also wir arbeiten beide am gleichen Ziel. Sie wollen Koch lernen, ich will ihnen helfen, Koch zu werden. Dass Adrian Furrer die begehrte Auszeichnung nach dem 3. Anlauf bekommt, ist der Lohn für seinen Einsatz als innovativer Lehrmeister. Ein Lehrmeister, der seine Kollegen von morgen zu fördern und zu motivieren weiß. Also wir machen, gerade wegen der Grösse des Betriebs, die wir einen Wettbewerb mitmachen, gesamtschweizerisch. Wir haben einen internen Wettbewerb, den wir machen, wo es genau um das geht, im Kleinen ihre Innovation können zu rezeptieren, einzukaufen, zu bestellen. Also das ganze Kreisläufchen, das sie lernen über die 3 Jahre lang, dass sie das im Kleinen auch mal machen können. Und dann macht das ganze Spitalnetz in Bern macht da mit, von dem her. Nach der Nominierung durch die Lernenden entscheidet eine Jury über Sein oder Nichtsein. Als Jurymitglied gibt Meta Hildebrand ihren Senf dazu, wenn es um die Wahl des Lehrmeisters des Jahres in der Kategorie Koch geht. Also für mich ist auch der Lehrmeister des Jahres, besonders wenn es um das Thema Kochen geht, was mich sehr betrifft, wichtig, dass ein Lehrmeister sehr kompetent ist, leidenschaftlich, sich um das junge Gemüse von heute kümmert und natürlich auch, dass ich mich könnte identifizieren und ganz am Schluss ein egoistischer Wunsch. Ich müsste mir eigentlich wünschen, nochmal meine Lehre zu machen, weil der Lehrmeister so toll ist. Und dann hat es halt nur noch einen gegeben, der gewinnen kann. Gewonnen wurde aber auch noch in den anderen Kategorien. In der Kategorie Bäcker-Konditor-Konfesseur holt sich Lukas Koller den Sieg. Den Pokal in der Kategorie Fleischfachmann darf Franz Fessler mit nach Hause nehmen. In der Kategorie Restaurationsfachmann gewinnt eine Frau. Julia Schkusel heißt die glückliche Siegerin.